Hey Crasher, Supercell im letzten Update endlich den Sternebonus-Multiplikator angepasst. Denn bisher war es immer so, dass bei einem Sternebonus-Event nun ja nur Gold, Elixier und auch das Todelixier multipliziert wurden, das Erz nicht wirklich. Das hat sich mit dem letzten Update geändert. Ab jetzt soll das Ganze auch für das Erz gelten, was natürlich extrem ist. Man kann sehr, sehr viel damit am Ende natürlich erspielen. Problem ist, bisher gab es kein Sternebonus-Event seit diesem Update, aber das soll sich jetzt auf jeden Fall ändern. Denn wir haben ein Community-Event, was direkt demnächst startet und ich zeige natürlich absolut alle Informationen dazu, wie ihr daran teilnehmen könnt, was ihr machen müsst und natürlich, wie wir am Ende dann jede Menge Erze bekommen. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit den Grunddaten. Das Event ist vom 23. bis 31. Mai. In diesem Zeitraum müssen wir als Community bestimmte Meilensteine erreichen. Was genau es ist, sage ich euch gleich. Die Belohnungen dann werden vom 1. bis 3. Juni freigeschaltet. Und als Community müssen wir Meilensteine erreichen, das bedeutet, wir müssen Dörfer zerstören. Hierbei geht es immer um die komplette Prozentanzahl, das heißt, wie viel prozentuale Zerstörung des gegnerischen Dorfes habt ihr hinbekommen in Multispielerangriffen. Und das Ganze wird natürlich auch addiert. Obendrauf ist es noch so, dass bei der Barbaren-Kicker-Event-Truppe, wenn ihr die noch mit benutzt und ihr müsst die ganz, ganz wichtig platzieren in euren Angriffen, dann bekommen wir auch immer noch mal einen Bonus bei jedem einzelnen Angriff. Mal schauen, ob wir das als Community schaffen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Denn wie bereits gesagt, die Belohnungen, die lohnen sich enorm. Das bedeutet, in diesem Zeitraum, 23. bis 29. Da solltet ihr bis 31. Da solltet ihr auf jeden Fall ordentlich Dörfer raushauen. Denn damit kommen wir gut voran. Denn die Meilensteine sind wie folgt. Erster, ja, ist halt eben ein Trainingsdrang. Ist jetzt nicht die Welt, aber hey, nimmt man mit. Der zweite ist schon mal ein Gem-Boost für die Armee. Nimmt man auf jeden Fall sehr gerne mit. Und danach geht es eben an die Sterne-Boni. Bei dem 5. Meilenstein bekommt man einen 4-fachen Sterne-Bonus, was richtig reinscheppern wird. Das zeige ich euch gleich genau, wie viel das ausmacht. Für alle Leute, die natürlich obendrauf noch etwas gewinnen möchten, könnt ihr Clash of Clans allgemein auf den Social-Media-Kanälen folgen. Twitter, Instagram, was weiß ich, wo nicht alles. Und am Ende dort mal obendrauf Belohnungen einsammeln. Beziehungsweise dort werden die auf jeden Fall verlost. Den Fortschritt von dem ganzen Event könnt ihr dann im Community-Tab euch anschauen, wo wir gerade als Community stehen. Ich hoffe natürlich, dass wir einen 4-fachen Sterne-Bonus schaffen. Denn wir schauen uns jetzt ein bisschen genauer an, wie ihr euch genau auf das Event vorbereiten solltet, um am Ende so viel daraus zu bekommen wie möglich. Denn ihr seht, Sternebonus ist natürlich abhängig von euren Pokalen. Und je höher ihr seid, desto mehr bekommt ihr an Erzen pro Sternebonus. Und da das Ganze mit 4 gegebenenfalls multipliziert wird, ist der Unterschied enorm. In der Legende bekommt ihr pro Sternebonus 3000 von dem blauen Erz nochmal obendrauf. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, die ihr eben in diesen 3 Tagen hinbekommt. Das heißt, ich sage euch ganz genau, wie ihr in die Legende spielen könnt. Und das selbst als eine untere Rathausstufe. Denn es ist gar nicht so schwer, wie der ein oder andere denkt. Alles, was wir dafür machen müssen, ist erstmal natürlich bis 5000 Pokale pushen. Hierbei ganz, ganz wichtig. Falls ihr bereits in der Legende seid, müsst ihr erst auf unter 4900 Pokalen, um dann wieder auf die 5000 Pokale rauf zu pushen. Denn das, was wir hierbei schaffen wollen, ist, wir wollen auf 5000 Pokale pushen und uns nicht für die Legende anmelden. Das heißt, ihr wollt auf diesen Bildschirm. Das ist sozusagen da, wo ihr hinkommen möchtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nochmal wichtiger ist, nicht den blauen Knopf drücken. Super duper wichtig. Denn das nächste, was wir jetzt hierbei machen möchten, ist, nun ja, wir wollen erstmal alles an Schilden entfernen. Denn wir brauchen jetzt eine Verteidigung. Für alle Leute, die sich mit dem Pokalsystem in Clash of Clans auskennen, ist, wann immer ihr eine neue Liga erreicht, wie zum Beispiel Legende, dann ist das Ganze immer so, dass 100 Pokale drunter, wenn ihr rückwärts geht in den Pokalen, bleibt ihr in diesem Pokalbereich. Das heißt, als Beispiel, ihr seid in Champion 1 gerade aufgestiegen in den Pokalen, geht dann 100 Pokale runter, seid ihr immer noch in Champion 1, obwohl rein theoretisch ihr ja da nicht mehr drin seid. Das heißt, es zieht immer so ein bisschen nach, sagen wir das mal. Und genau das versuchen wir auszunutzen in Legende. Falls ihr von unteren Pokalen Richtung Legende pusht, könnt ihr auch aus diesen oder von den 5000 Pokalen runter, indem ihr einfach, ja, Racheangriffe macht. Und dort einfach eine Truppe setzt und dann verliert ihr auch ein paar Pokale. Ihr müsst, wie gesagt, auf 5000 Pokale, um euch diesen Anmeldebildschirm zu erarbeiten und dann auf unter 5000 Pokale wieder runterdroppen, denn dadurch habt ihr das System so ein bisschen ausgetrippelt. Keine Angst, das ist kein Cheat, Hack, was weiß ich nicht alles oder Bug. Das Ganze habe ich mit Supercell mehrfach abgesprochen und das ist anscheinend eine, ja, beabsichtigte Mechanik, wie das Ganze funktioniert. Denn ihr seht hierbei jetzt seid ihr in der Legende, aber ohne die, ja, ich sag mal, den einen
allgemein den Einschnitt von den 8 Angriffen zu haben. Ihr könnt so viele Angriffe machen, wie ihr wollt. Die einzige Voraussetzung hierbei ist, dass ihr zwischen den Pokalen von 4900 bis 5000 Pokalen bleibt. Das ist alles, was ihr machen müsst. Solange ihr hierbei in diesem Pokalbereich seid, könnt ihr so häufig angreifen, wie ihr wollt und könnt an sich machen, was immer ihr wollt. Hierbei aber die wichtige und coole Sache ist, ihr habt hierbei den Legendenbonus. Und hierbei reden wir nicht über den Sternebonus nur, wenn es um Gold, Elixier und Donus Elixier geht. Nein, wir reden hierbei auch um die Erze. Das heißt, in diesem Legendenbereich kann man sich halten, indem man einfach wen immer angreifen man möchte. Und das geht mir zu ziemlich jeder Rathausstufe, denn selbst ein Rathaus 6 kann bis Legende pushen, wenn man sich eben die Zeit nimmt. Das heißt, wenn ihr in den mittleren Rathausstufen seid, empfehle ich euch auf jeden Fall vor dem 1. Juni Richtung Legende zu pushen. Ihr wollt in diese, wie ich sie gerne nenne, Fake-Legende. Denn hier bekommt ihr einen unfassbaren Bonus, wenn es um eben diesen Sterne-Bonus-Multiplikator geht. Denn wenn wir uns mal hier die Tabelle anschauen, seht ihr, wenn ihr in Champion seid, bekommt ihr höchstens 700. Das Ganze mal 4 multipliziert, falls wir diesen Meilenstein freischalten sollten, das sind am Ende, ja, 2100 nochmal obendrauf. Sind am Ende pro Tag 2800. Ist jetzt natürlich nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, aber ihr könnt stattdessen 4000 pro Tag bekommen an blauen Erzen. Das ist geisteskrank und diese Chance sollte jeder nutzen. Deswegen pusht in diese Fake-Legende, wie das funktioniert, habe ich euch ja eben gezeigt. Denn am Ende wollt ihr nicht, dass eure Ausrüstungen so aussehen, ihr wollt, dass eure Ausrüstungen nochmal krasser aussehen und damit solltet ihr diese Sterne-Bonus auf jeden Fall mitnehmen. Denn es ist eine der krassesten Möglichkeiten, wie ihr in Clash of Clans Sterne oder allgemein Erze bekommt. Hierbei natürlich gibt es noch ein paar weitere Tricks, um am Ende eure Ausrüstungen so aussehen zu lassen. Okay, das Ganze ist ein bisschen übertrieben. Ich weiß, so ungefähr wird es am Ende wahrscheinlich nicht aussehen, aber auf jeden Fall zumindest in diese Richtung. So wollt ihr es natürlich am Ende haben. Was genau könnt ihr also nochmal oben drauf machen? Ich habe euch bereits gesagt, dass das Event vom 1. Juni bis zum 3. Juni ist. Das heißt, in diesem Zeitraum habt ihr diesen vierfachen, wenn wir den Meilenstein freischalten, Sternebonus freigeschaltet. Hierbei ist es jetzt allerdings ganz wichtig, um den Sternebonus zu verstehen. Denn den habt ihr alle 24 Stunden. Allerdings könnt ihr den euch einmal einlagern. Das heißt, wenn ihr, wie ihr zum Beispiel bei mir seht, in 3 Stunden oder knapp 3,5 Stunden ist bei mir der nächste Sternebonus freigeschaltet. Wenn ihr am 31. Mai keine Angriffe macht, also euren Sternebonus nicht einsammelt, werdet ihr am 1. Juni 2 Sternebonus haben. Das heißt, obwohl wir nur 3 Tage das Event haben, nämlich 1., 2., 3. Juni, könnt ihr insgesamt 4-mal Sternebonus haben. Das heißt, ihr bekommt 12.000 blaue Erze, wenn ihr dieser Fake-Legende drin seid. Das ist eine Menge. Das ist eine sehr, sehr große Menge. Ihr habt schon 16.000 sogar, wenn ihr den Trick eben gerade benutzt, den ich euch gerade gesagt habe. Ihr habt ja 4-mal 4.000 blaues Erz. 16.000 blaues Erz könnt ihr in 4 Tagen machen. Das ist eine Menge, das ist eine sehr, sehr große Menge. Natürlich auch Lila-Erz ist natürlich am Start, aber ich glaube, das Blau-Erz wird es auch am meisten reinscheppern. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die kleinen Tipps und Tricks für das Event geholfen haben. Ansonsten heißt es so viel wie vom 23. bis 31. so richtig mal reinsuchten in Clash of Clans, damit wir als Community die größten Belohnungen freischalten. Ansonsten natürlich immer vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr weitere Fragen habt, sehr gerne in die Kommentare damit. Ich versuche dann alles zu beantworten. Und ansonsten natürlich sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Clash-Video. Bis dann rein, ich wünsche euch was und natürlich tschö.